Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Guild Wars 2. Nein, wieder falsch. Entschuldigt. Oblivion natürlich. Wie komme ich auf Guild Wars 2? Ich spiele einfach zu viel Guild Wars 2. Ich müsste mehr Oblivion spielen oder so. Naja, auch nicht zwingend. Wir sind hier immer noch in diesem grässlichen Oblivion-Tor. Man kann es gar nicht anders sagen. Lass mich runter. Ein Leichenzerquetscher. Klingt ja zuversichtlich. Jedenfalls haben wir in der letzten Folge gerade irgendetwas geöffnet. Irgendein Mechanismus. Ich nehme doch an, es ist ein Tor gewesen. Ja, oh, wir sind geheilt. Da oben hat es ja einen Brunnen. Ah, hier ist ein automatisches Speichern. Es war aber scheinbar nicht dieses Tor. Ja, wäre naheliegend gewesen. Aber dieses Tor war es nicht. Wir gehen also einfach mal weiter und suchen uns einen Weg durch dieses Grauen. Ja, Grauen. Anders kann man das hier nicht bezeichnen. Und Gras. Das kann nicht gesund sein. So, hier scheint nicht weiter. Ach, da hinten. Guckt's an. Da hinten ist, glaube ich, das Tor auf. Da ist auch das Tor. Können wir hier runter? Ja, können wir. Die Frage ist, ob wir dann wieder hoch können. Ich denke doch schon. Oh, ja, 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 aber ein Skamp. Skamp ist incoming. Ui. Ach, ein beeinträchtigter Skamp war das. Die sind etwas schwächer. Da ist es kein Wunder, dass der so schnell zu Boden ging. Kampf. Oh, daneben. Knapp, aber daneben ist daneben. Das ist jetzt wieder ein unbeeinträchtigter Kampf. Der hält etwas mehr aus. Nicht viel mehr zugeben. Ich muss, glaube ich, mal wieder meine Waffe reparieren. Ja, das muss öfters mal sein. Gerade die Waffe ist schnell mal kaputt. Die Rüstung geht echt. Die geht uns schon fast nicht mehr kaputt. Da haben wir die Beherrschung schon einigermaßen. Oh. Jetzt muss ich schon fast hoffen, dass die Reparaturhämmer reichen. So, wir gucken mal noch, ob einer der Soldaten noch irgendwie lebt oder ob wir ihnen helfen können. Oh, das sieht sehr schlecht aus. Sehr, sehr schlecht. Stahlpfeile haben sie dabei. Na, die werden wir, denke ich, schon mitnehmen können. Da werden sie uns hoffentlich nicht böse sein. Auch das Gold. Ja. Tut mir leid, Leute. Ich hätte euch gerne geholfen. Aber dann komme ich wohl zu spät. Dolch der Betäubung. Ach ja, für das Gewicht. Das Abwerfen hat ja nicht so super geklappt. Wäre ich ganz froh, wenn mir das nochmal jemand sagen könnte, wie das am besten geht. Sonst stehen wir irgendwann dumm da, wenn wir zu schwer sind und nicht abwerfen können. So. Jetzt aber genug geräubert. Das Schwert hier möchte ich... Ach, ist ein normales Stahllangschwert. Nein, dann lasse ich denen hier ihre Ruhe. Gut, wäre schön, wenn man ihre Leichen bergen und zurückbringen könnte, wenigstens. Aber gestaltet sich momentan schwierig. So viel kann ich nicht tragen auf einmal. Und ich befürchte, wenn das Portal geschlossen wird, bleiben die hier leider zurück. Ich denke mal, ihre unsterblichen Seelen, wenn sie denn an sowas glauben, sind da schon längst davon geschwebt. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das in der Form existiert, aber hey, darf ja jeder glauben, wie er will. Das hätte wahrscheinlich wehgetan. Kommen wir daran vorbei? Ja, das schon. Fiese Fallen gibt es hier also. Kommt da noch so ein Teil? Und vor allem bringt es uns um. Wenn es uns erwischt. Ist das denn gar nicht vollgeheilt? Hat das nicht gereicht? Na, dann erledigen wir eben das jetzt noch. Ja, und ich habe euch gewarnt. Das wird hier jetzt schon eine Weile dauern. Aber hey. Wenn wir so schön... Oh. Wer hat den denn erledigt? Mit so dädrischen Pfeilen, so wie es aussieht. Prügeln die sich da etwa untereinander? Lass sie an. Aha.
Ja, tatsächlich, die haben sich gegenseitig bekämpft. Warum tut ihr sowas? Dädrischer Feldpfeil. 114 Stück. Nein, nein. Das wird zu schwer. Ich habe jetzt schon relativ viel Gewicht aufgenommen. Noch bevor ich überhaupt in den Turm reingegangen bin. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt weiterführen. So, da ist noch eins Kampf. Ah, schlecht ausgewichen. Aber ja, die Kampfe sind ja jetzt nicht so die Riesenherausforderung. Da würden sich, denke ich, auch ein zweiter noch ausgehen, der da auch schon ist. Ah, der hat aber jetzt schlecht getroffen. Junge, Junge, du solltest etwas Zielwasser trinken. Das sind wieder solche Minen. Es sind welche. Wir können es ja mal ausprobieren. Ja, genau. Und zack. Haben einen recht großen Wirkungsbereich. Oh, da hinten ist ein Feueratronarch. Schnell, schnell hochheilen, bevor er uns entdeckt. Der slidet da ein bisschen an der Wand entlang. Können wir den vielleicht in die Fallen locken? Das wäre cool. Komm her. Atronachi-Nachi. Das ist halt ein Freund. Oh, das ist halt ein Fernkämpfer. Oh. Das war nicht gut. Da hat uns eine der Minen erwischt. In Kombination mit dem Feuer-Atronachi ist das jetzt echt ideal. Aber wir werden es jetzt schaffen. Ich sehe es. Die Lebenspunkte schwinden und schwinden. So. Schnell wieder hochheilen. Aber wir sollten eigentlich eher in Nähe der Türme bleiben. Aber mich interessiert schon, was jetzt noch alles so ist. Ja, es kann ja sein, dass irgendwo was sehr Wertvolles rumliegt. Das möchte ich dort schon nicht verpassen. Da haben uns die Pflanzen wieder. Schrecklich. Ich komme mit der Steuerung einfach nicht zurecht. Irgendwas verhindert das. Wahrscheinlich meine eigene Sturheit, meine Inkompetenz, was auch immer. So. Oh ja, heilen. Sorry Leute, wenn das immer so ein bisschen langwierig ist, aber ich kann mir noch fast keinen besseren Heilzauber leisten. Im Vergleich zum Magieverbrauch mit anderen größeren Zaubern stellt er einfach mehr Lebenspunkte für die Magie wieder her, die wir verbrauchen. Für die, die sich dann wieder lohnen würden, haben wir einfach noch nicht genug Magie. Da muss ich da noch mehr, etwas mehr da rein skillen. Aber wir haben ja auch keinen Stress, ne? Das ist ja so unser Motto hier. Wir wollen das alles in Ruhe machen. Auch wenn das heißt, dass es ein paar Parts mehr werden, als es eigentlich nötig wäre. Okay. Das hat sich jetzt auch nicht so wirklich gelohnt. Sehr viel ist hier nicht. Ja, auch nicht irgendeine geheime versteckte Truhe. Nix. Einfach nur ein Seitengang. Aber immerhin ein paar Gold, etwas Blutgras. Ich weiß noch gar nicht, was man mit dem herstellen kann. Werde ich dann sehen, wenn ich das nächste Mal Tränke braue. Wahrscheinlich dann am Ende der Folge. Der Session. Nicht der Folge. Haben wir hier noch irgendwo Gegner? Und wann haben wir das letzte Mal zwischengespeichert? Egal, mal kurz machen. Weiter pflücken. Diese Pflanzen gibt es selbstverständlich nur hier in Oblivion. Ansonsten nirgendwo. Oh, da ist keine Tür oder sowas, ne? Gut, gehen wir wieder unten rum zurück. Irgendwo muss doch da ein Eingang zu diesem Komplex sein. Kann ich mir fast nicht anders denken. Ich muss aufpassen, die Dedra sieht man in der Gegend hier echt schlecht. Die sind gut getarnt. Im Gegensatz zu den Feueratronarchen, den sehe ich auch schon meterweise. Aha, daneben. So, bei den Dingern wieder aufpassen.
Ich weiß nicht genau, was sie für ein Gift verursachen, aber es wird nichts Schönes sein. Na komm, egal. Lassen wir es eben, wenn ihr so störrisch seid. Ja, Achtung, da unten ist schon wieder einer. Ja, auf die Entfernung ist es einfach auszuweichen. Ärgern wir ihn ein bisschen. Oh, hat uns austricksen wollen. Der geht in der Schuft. Auf hier. Er muss sterben. Wie denn sterben? Ach, Schaden, Mann. Ist doch nicht. Was halten die denn aus? Also, da kommen schon die nächsten. Hat er uns jetzt schon entdeckt? Tatsache. Das kann spannend werden. Naja, gut, wenn er so trifft. Ja, weniger. Wo ziehst du denn hin? Ich glaube, der Hügel ist hier ein bisschen im Weg. Na? Upp, nicht ganz. Ich weiß, ich bin ein wenig gemein. Ah, ihr seid ins Gift reingelaufen. Sehr schön. So machst du uns das auch ein bisschen einfacher. Aber ihr seht, auch sie sind vor den Pflanzen hier nicht gefeit. Scheinbar mögen sich die Dremora und die ganzen Dämonen hier auch nicht. Oh. Unsere Ausdauer ist ein bisschen. Oh, Feuer widersteht. Das ist jetzt hier natürlich nicht schlecht. Ich nehme mal an, Feuerdrainagen verursachen Feuerschaden. Na los, sterben jetzt. Dankeschön. Boah, die Feuersalze, die wir hier einsammeln. Und ich habe gesehen, ja, schon fast 120 Kilo, also 320. Da bleibt nicht mehr viel. Ja, wir müssen gucken, wie sich das ausgeht. Eventuell wird das schwierig. Gut, den ein oder anderen Reparaturhammer werden wir sicher noch verlieren. Oh je, je. Das ist aber auch nicht gerade positiv, weil wir schrotten hier schon einiges. Wenn die dann alle den Geist aufgegeben haben, sind wir natürlich etwas blöd dran. Ah, aber wir wollen mal nicht so pessimistisch sein. Das wird schon werden. Das wird schon werden. Unser erstes Oblivion-Tor muss doch einfach etwas werden. So, wieder hochheilen. Die beiden Feueratronarchen haben es uns recht gegeben. Da unten ist gleich der nächste. Hat der uns jetzt schon? Nein, ich glaube nicht. Der war etwas unaufmerksamer. Der andere hat hier echt ein sehr gutes Auge gehabt. Oder Ohren. Oder Nase. Was auch immer die Kerlchen haben. Daneben. Na? Aua. Getroffen. Verdammt nochmal. Ja, es ist hier noch drin. Da ist nichts mit einfach gegen hinten ausweichen oder so. Los. Auf. Der Hammer ist frisch repariert. Und wird jetzt wohl wieder genügend Schaden machen. Aua. Die tun Aua. Aber so richtig Aua. So, ich muss nochmal auf die Karte gucken. Ich glaube, es wird nicht viel helfen. Geht es hier weiter? Mal kurz gucken. Da hinten führt ein Pfad entlang, ne? Mal gucken, was da hinten ist. Das Compound. Ja, ich glaube, wenn ich ein bisschen Alchemie einsetze, wird sich das Gewicht schon verringern. Sprich, zur Not machen wir das dann halt einfach so. Hallo, ich möchte dich gerne ernten. Danke. Dich auch. Oh, heilen, heilen. Das wird unsere Hauptbeschäftigung hier. Oh, zwischenspeichern natürlich auch. Alles sehr wichtig, damit wir hier in diesem unwirtlichen Land überleben. Umgeben von Feuer und geschmolzenem Stein. Oh! Sumpf der Elend. Ja. Das stimmt mich doch fröhlich. Wer geht denn da nicht gerne hin? Da hinten ist noch ein Feueratronarch. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt da mal rein. Und gucken.
gucken, was da so ist. Aha. Nachdem wir uns noch ein bisschen hochgereckt haben. Da ist noch eine Irada-Wurzel. Dann gucken wir mal, was hier drinnen haust. Ah, ein Heal geben wir uns noch. Oh je, jetzt kommen, glaube ich, oder? Nee, das war kein Gegner da hinten. Da wachsen irgendwelche Stacheln aus der Decke. Sehr gut. Eieieiei. Ich bin etwas aufgeregt. Das sieht hier nicht sehr freundlich aus. Und wir kriegen unser Leben einfach nicht mehr ganz hoch. So viel Schaden, wie wir bekommen. Hm? Neue Stahlhandschuhe. Ich glaube, da können wir auch einfach unsere alten behalten. Das dürfte eigentlich keinen Unterschied machen. Nein. Die sind genau gleich gut. Auch wenn ich mich frage, was die hier drin machen. Ich will gar nicht wissen, woraus diese Dinger sind. Ja, die Höhlen sehen aber ziemlich gleich aus wie in Syrodil selber. Gucken, was hier drin noch ist. Noch ein fleischiger Dings. Oh, und irgendwas in der hinter mir! Ha! Ich kann dir selbst in diesen engen Gängen ausweichen. Bin ich nicht super? Ganz super. Sterben zweimal fast, aber wir sind trotzdem super. Oh Mann, wenn ich hier rauskomme, werde ich auch wieder 2-3 Level aufsteigen können. Das hätten wir eigentlich wirklich noch machen können. Kurz schlafen und das Level aufsteigen. Das hätte vielleicht auch geholfen. Ich glaube, so langsam geht es ja wirklich zu Ende mit uns. So, das müsste ja dann... Genau, das ist eine große Höhle. Aua! Lass mich doch! Alles würde mich töten. Es würde mich nicht wundern, wenn die Wände plötzlich näher rücken und mich ebenfalls töten wollen. Oh, Kragen, Hemd und Knochen. Ich ahne Schlimmes. Das kann nichts Gutes sein. Und hier auch. Eine ganze Rüstung und Knochen. Ich befürchte, das waren irgendwann mal Menschen. Jetzt nicht mehr, aber früher. Ich hole einen Magietrank. Ich nehme einen Magietrank, damit wir da mit dem Leben endlich mal wieder ein bisschen hinterherkommen. Für irgendwas haben wir die Tränke ja. Und es spart uns auch etwas Gewicht ein, natürlich. Wo haben wir die ganzen Tränke, die ich gerne hätte? Hier, Magica 50. Genehmigen wir uns mal einen. Und heilen uns mal ordentlich hoch hier. Geht ja mal gar nicht. Hm, noch einen? Ja, doch. So, dann sind wir auch wieder schön auf Full Life. Na, fast. Ah, wir brauchen echt mal einen besseren Magietrank und mehr Magie dazu. Ja, nee, noch einen will ich jetzt nicht trinken. Sollen wir da hinein? Na gut, für irgendetwas haben wir die Höhle ja ausgeräumt. Ach, sieh an. Ja, zwei Feuer-Atronarche. Warum nicht? Warum denn auch nicht? Als ob einer nicht reichen würde. Stirb, bitte. Ja gut, aber er trifft uns fast nicht durch die Falle hier hindurch. Der andere. Können wir uns eigentlich auch in Ruhe noch ein bisschen hochheilen? Ha? Triffst du uns nicht? Er kommt auf uns zu. Na gut. Das Leben dürfte noch reichen. Ah, hör auf mit Feuer zu schmeißen. Sowas mag ich nicht. Orks mögen kein Feuer. Ah, wir haben wieder keine Ausdauer. Auch da wissen wir ja, was wir dagegen machen können. Ah, gleich mit... Wo war denn das Feuer widerstehen? Wiederherstellen Stärke brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ah, hier. Sehr gut.
stellt jetzt nicht sehr viel Ausdauer wieder her, aber immerhin wieder, immer mal wieder ein Fitzelchen. Oh. Die sind stabiler aus, als sie aussehen. Noch mehr Feuersalze. Okay, dann kann das jetzt hier aber sein, dass es wieder so ein Toröffnungsmechanismus ist. Mal überlegen, sollen wir jetzt schon hoch, weil eventuell ist da auch wieder nur so ein Dremora, die ja nicht gerade wirklich schwer war. Oder Schlimmeres. Ach, wir wagen es einfach mal. Wir wollen jetzt hier nicht den Feigling spielen. Aber bevor wir nicht den Feigling spielen, würde ich sagen, beende ich die Folge hier auch nochmal gleich, damit wir nicht wieder überziehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.